Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark Survival Ascended. Natürlich mit Arok. Genau. Ja. Uns und mit meiner Frau Käppchen Zockt. Hi. Und meiner Wenigkeit, dem Nobody. Ja, Lieben, wir sind gerade mal einfach nur am Grinden. Gehört ja auch dazu. Genau, ein bisschen Gassi führen. Das auch. Ich hätte ja fast gesagt, nicht, dass die uns die ganze Bude vollkacken, aber wir sind schon drauf angewiesen. Ja. In der Not braucht der Survivalist in Ark den Code. Genau. Ja, klasse Dünger. Ja. Ich sag mal so, auch in echt verwende ich lieber den Tiercode, statt weiß der Geier, was hier industriell hergestellt wurde. Ja, das stimmt. Wir müssen uns eine Sache nicht mehr fragen. Erinnerst du dich an die 90er Jahre? Ja. Wenn du im Auto unterwegs warst. Ja. Besonders im Sommer. Was hast du da in Erinnerung? Ich bin zu schwer gerade. Ui. Kann ich dir mal hier einen halben Stack von was droppen? Ja. Kannst du machen. Hier bin ich. Liegt hier. Bleib stehen. Ja. Und zwar, was fällt dir auf mit den 90er Jahren? Hier von meinen Füßen. Wenn du dich dran erinnerst. Soll ich auflösen? Ja. Und zwar im Sommer macht es nur noch Datsch, Datsch, Datsch an der Windschutzscheibe vom Auto. Extrem viele Insekten. Das hat man heute nicht mehr. Das hat man heute so nicht mehr. Ich bin extrem. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Meine Vermutung ist und meine Meinung, das kommt halt von den ganzen komischen, chemischen, künstlichen Plörre, die halt statt natürlichem Zeug verwendet wird. Würde man sich zu natürlicheren Mitteln wieder zurückorientieren, glaube ich, würde es jedem besser gehen. Mhm. Guckt euch mal Südamerika an. Das waren es die Azteken oder die Imkas? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die Imkas waren es, wo Terra Preta erfunden haben. Schwarze Erde. Das war ein ganz interessantes Gemisch, wo unter anderem auch zermahlene Muschelschalen drin waren. Einmal im Boden damit bearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du Ruhe hattest. Das war so reich an allen Stoffen. Deswegen, sowas wäre dann meine Wahl. Ja. So, Holz ist drin. Ja, bitte? Man soll ja sowieso an die Erde so ein bisschen Muscheln dran machen, wegen den Kalk, weil das brauchen wir auch, die Pflanzen. Mhm. Als dann dieses künstliche Erde zu kaufen, die da, wo irgendwas reingemischt ist, wo man nicht weiß, was es ist. Und so hat man wenigstens was, was man selber gemacht hat, wenn man... Ja, ja. Naja, richtig. Und man weiß, was es ist gesund und man braucht sich keine Fragen zu stellen. Genau. Ihr seht ja auch, was mit dem Bienensterben ist. Also, sorry. Meiner Meinung nach fällt das unter dieselbe Kategorie. So, das war Nahkampf. Aha. Der Papa stellt sich mal hier eine Metallsichel her. Ja. Und da ist er. Jetzt dahin. Weißt du was? Und dahin. Komm, das nehmen wir hier noch mit der Stück. Da hast du schmecken, großer. So. Pass nur auf, dass du nicht überladen bist. Ja. Ich muss jetzt mal die Sichel aus. Jetzt ist schon vor lauter Gier. Kopf gegen die Wand oder wie? Boah, Pflanzenfasern, ein Traum. Es sieht ja schon irgendwie lustig aus, wie er mit seinem Kopf hin und her wackelt und der Popo. Gut, nicht bei Bäumen. Muss ja aufpassen, das ist gerne mal Raptorland. Hängt vom Spawn ab. Oh, mit der Sichel. So viele Fasern, ein Traum. Ja, da haben wir ja einen Weg gefunden. Mit den Parasauriern Beeren einsammeln und mit der Sichel zu Fuß Fasern. Ein Schlag und du hast immer knapp 20. Oi, oi, oi. So,
Was für ein Traum. Du hast nebenbei noch dein Essen, Arok. Du warst ein bisschen gelevelt, hä? So. Ich habe jetzt in den 2 Minütchen 1,5 Stacks. Draußen ist Tor am Rumrollen. Odin! Falsches Spiel. Grüße gehen raus an die Tonis an dieser Stelle. Genau. Und wer sich fragt, wer die Tonis sind, haltet auf mein Valheim-Let's Play. Dann werdet ihr das sehen. Da, was ist das da hinten? Ja, ich geh mal weg. Boah. Geilomat. Da ist etwas im Busch. Was? Welcher Busch? Zack, zack, weg ist er. Oh, ich hungere, Sauerei. Okay. Ah, ne, falsche Taste. Ich muss ja jetzt 6 drücken, nicht 5. Wobei, weißt du was, das gehört. Macht der Gewohnheit. Twitchen wir so. Genau. So. Du hast auch noch ein bisschen was mit Fragen. Was geht noch? Ich würde sagen, mach noch ein bisschen hinten hin und dann drehen wir um. Oh, die Sichel ist so ein Segen. Ja, wie gut. Tja, Lieben, wenn ihr diese Folge seht, haben wir schon entschlossen, dass diese Folgen wirklich erstmal zu denselben Tagen wie Raft kommen. Also ja. Dienstags, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Genau. Und ob wir uns dazu mal entscheiden, mehr zu bringen, quasi 7 Tage die Woche, werden wir schauen müssen, weil es ist zeitintensiv. Ne? Let's play. Wir haben ja noch Valheim und wir zocken auch gerne Valheim. Ja. Und ich werde dann sehr wahrscheinlich noch ein anderes Let's Play nochmal bringen. Wir werden mal schauen. Um die Frage gleich vorwegzunehmen, ob ich auch ein Valheim Let's Play mache, nein. Mir reicht erstmal Ark am Anfang und ich plane dann irgendwann mal, je nachdem wie Zeit ich habe, noch ein eigenes Let's Play anzufangen. Ja, richtig so. So machst du das richtig. Erstmal so die Fußspitze ins Wasser tippen, gucken, dass Wasser eiskalt ist und dann, wenn es passt, reinspringen, ja. Um es bildlich zu beschreiben. Wenn man sich zu viel, zu schnell zumutet, wenn man Let's Plays macht, hat man keinen Spaß. Ja. Und das ist das Wichtigste, dass man selber Spaß dran hat. So, Frau, ich habe... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 volle Stacks und dann noch 60 einzelne. Ja, das lohnt sich doch. So. Wäre schön, wenn die Viecher auch hochfressen würden. Also Fasern. Ja, ja. So, das war diesmal eine Folge mit Gassi gehen. Arok. Sozusagen. Auch mal sein. Was? Was? Warum? Der hat doch eben erst noch offscreen Essen bekommen. Ach Mensch! Also irgendwie habe ich keinen Crib mit Babys. Außer hier mit Chocobo. Genau. Den haben wir umbenannt. Ja, weil das hat nicht mehr gepasst. Ja. Der hat noch genug zu fressen. Oh. Dem geht's gut. Ist auch schon zu 70% ausgewachsen. Tja, tut mir leid, Kleiner. Boah, blutig ist er. Ah, ich weiß, woran es liegt. Ducky hat einen Haufen gekackt. Der ist bestimmt auch umgefallen. Ja, tut mir leid, mein Kleiner. Oh.
Tschüss. Ja. Er hat mir noch eine, drei Stimbeeren oder was das waren hinterlassen. Plus Prime Meat. Eigentlich wollte ich anfangen, Grabsteine zu machen, aber ich lasse das mal. Ja, ich glaube, das informiert mich dann ein bisschen, wenn ich dann sehe, wie viele Grabsteine wir am Ende haben. Es geht hier gerade ein bisschen zu schnell, finde ich. Ja, deswegen, nein. Prime Meat kann man nicht stacken, krass. Würde ich sagen, hole ich mal ein bisschen Holz hier raus. Bearbeite mal das Prime Meat zuerst. So, du bist auch Level aufgestiegen. Mal gucken. Narok gleich. Dass wir dir Feines erhöhen. Stimmt, ich hatte Leder auch hier schon bereits reingetan. Level auch bei Optionen, oder? Das Level vom Tier, du musst absteigen, ja, angucken und dann? Und dann hast du eigentlich im Inventar, dann siehst du es, wenn du sein Inventar öffnest. Ah, achso, genau hier bei uns, alles klar. Oh, hat der schön gesammelt, fein. Also wir haben Zitronensamen. Okay. Das ist schon mal was Tolles. Was ist das? Karottensamen hat er mitgebracht. Schön. Okay. Und er tut auch ab und zu Stroh und Holz. Macht er doch, wenn er Bäume. Ja, aber zu geringer Anzahl. Kartoffel hat er auch zweimal. Und was ist das hier unten? Und Mais. Dann hat er doch ein bisschen was gesammelt. Gut. So. Hallo? Warum kann ich das? So, was gehen wir denn am besten? Gewicht oder Gesundheit? Ich wollte sagen Gesundheit, oder? Ja, machen wir erstmal Gesundheit. Ja. So, ich muss mal kurz gucken. Das kleine Beet, da müssen wir direkt die Dingssamen reinmachen, wenn es geht. Na, freust du dich, ja? Mach mal eine Tür auf. Ja. Warum? Ich pack dich erstmal drin und dann tue ich dich im Trümpel. Drin ist, bist du mir lieber. Yep. Warum gehe ich da raus? Erstmal Tür zu machen. So. Auffüllen. Gucken, ob Dünger fertig ist. Hier wurde Dünger fertig für den Mais. Karotten? Oh, wir haben ja auch Karotten, stimmt. Ist immer noch kein Dünger fertig, nein. Hier auch nicht. Ich hoffe, der spoilt nicht zu schnell. Dann werde ich nämlich noch ein kleines Beet machen. So. Das auch schon mal mit bewässern. Wir können aber erst anpflanzen halt, wenn wir Dünger haben. Ja, genau. Sonst hat das Ganze keinen Sinn. Als erstes habe ich hier mal die schwarzen Beeren mit rausgenommen. Es wäre schlecht, wenn er die essen würde. Jo. Ich glaube, wenn er jetzt die Wahl hat, wenn er viele Beeren drin hat, würde der die nur zuletzt essen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Mhm. Und die weißen sollte er auch nicht essen, oder? Wie war das? Nur beim Tamen, glaube ich. Gut, dann machen wir die auch mal raus. Nee, das kann sie ja jetzt. Das ist ja jetzt egal. Ja. Oh, ich habe Druckler im Spiel. Schön. Ja gut, mehr kann ich jetzt sowieso nicht. Samen gehen nicht. Was? Dann kriegst du hier noch ein Stack und Samen dafür raus. So. Ich glaube, du hast erstmal jetzt genug Essen bei dir. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe Dünger rausgeholt. Bah. Du musst drin bleiben. Warum? Warum mache ich so etwas? Ja. Die Samen einfach so reinsetzen? Oder Nein. Ich muss erstmal eine. Nein, behalte sie in der Tasche. Wir müssen die im Auge behalten. Oder so. So. Hast du Stroh eingesammelt? Nicht viel. Also, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Vielleicht zwei, drei. Ah ne, warte, 200 habe ich. Das hatte ich doch ein bisschen.
200, 275. Wenn dann in der Kiste, Schatz. Okay. Also Stroh haben wir jetzt 400, 600, ja, ein bisschen was. Welche Kiste meinst du? Unten links. Okay. Müsste theoretisch reichen. Es müsste reichen. Ich weiß nicht, ob die Komposter erst aktiv werden, wenn du mindestens einen vollen Stack Stroh drin hast. Ah, das könnte sein. Ja. So. Ich habe jetzt ein kleines Platzmangelproblem. Grün könnte ich noch. Könnte ich denn noch aufs Deck? Die hier noch auf 100. Ja. Komm, die machen wir auch auf 100. Machen wir mal folgendes. Hab ich nicht. Die hab ich nicht. Ah. So. Wasser wieder voll, Dünger ist drin. Dann, Schatz, wir müssen mehr Kisten machen. Ja, ich stimme dazu. Wir werden große machen. Ne? Also, wir werden dann einmal Kartoffeln haben, Mais haben, Karotten, wenn es klappt, und Zitronen. Mhm. Mit Zitronen können wir, glaube ich, noch was ganz Nützliches machen. Weiß nur nicht mehr ad hoc, was es war. Okay. Ich glaube, das war in den Rezepten. Müssen wir kurz runter scrollen. Warte mal. Da, 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 da. Wo haben wir's? Was sagen wir? Ein schwaches Heilmittel war es nicht. Irgendwas brauchte Zitronen. Wo ich mir dachte, hey, das wird ja noch lange dauern, bis wir das machen können. Also wir haben jetzt vier verschiedene Sorten Samen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich weiß nicht, ob ich das schon on screen gemacht hatte. Ich habe den Tyrannodon-Sattel eingeschaltet. Das bedeutet, wir können dann jetzt loslegen und ja, Flugsaurier zähmen. Dann sind wir mobil. Wir brauchen nur 230 Leder pro Sattel. Ne? Ja, das ist ja mal nichts. Und Keratin oder Chitin 75. Das ist auch jetzt nicht das Problem. Nee. Ich weiß nicht mehr, was ich gesehen hatte mit Zitrone. Ich habe Zitronen auch noch. Rezepte. Achso, Rezepte, ja. Das weiß ich nicht. So, wie sieht es bei dir aus? Boah, kein Plan mehr. Ich hätte schwören können, das wäre das schwache Heilmittel gewesen, aber scheinbar nicht. Ja, gut. Wir werden es so oder so rauskriegen. Weißt du was? Hier, komm. Du kriegst jetzt die Beeren, die übrig sind. Dann musst du definitiv nicht Hunger leiden. So. Dann müsstest du jetzt erstmal gut essen haben. Dann habe ich nur noch die Stimmbeere in meiner Tasche und die Samen. Popo. So, jetzt kann ich hier reinpacken. Oh, die Samen haben bald in 4 Minuten 25 verfallen. Karottensamen. Okay. Ja, alle so knapp bei 4 Minuten. Außer Maissamen. Die sind ein bisschen länger, die sind bei 7 Minuten. Okay, der Mais ist mir egal, den haben wir einmal. Ja, das Problem ist, wir haben noch keinen Dünger. Ja, hackt mal schneller hier drin. Ah, ist wieder. Ach, die spawnt. Gerade voll. Haben wir irgendwie da hinten Tiere, die da vielleicht was verlieren? Ich gehe mal da hinten in die Richtung, vielleicht hinterlassen die was. Ich weiß. Oh.
Hast du auch bei dir gehört, oder? Ja. Ich weiß halt nicht, ob es da so ein Mischverhältnis gibt, dass man so und so viel Code braucht und dann so und so viel Stacks, tralala, hier Stroh. Ja? Ich habe keinen Plan. Okay. Ja, bei 4 Minuten würde ich auch in der Nähe bleiben. Im Zweifelsfall würde ich sagen, pflanzen wir es mal ein. Weißt du was, komm, pflanze es ein. Einmal links vielleicht Karotten, rechts Zitrone. Ja. Dann gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, wie lange die brauchen, um hier zu wachsen. Ja, ich komme zurück und mach das noch. Also bei dem Wetter müssten die hier wachsen wie sonst was. Ja. Wir machen erstmal die Zitronensamen. Genau, ein bisschen dann hier hin. Einfach reinlegen. Öffnest du das Ding? Oh, ich habe Angst. Oh. Verkehrte-Taste. Ja. Ich hab doch die 8 gedrückt. Nein, du öffnest so. Das hier, Schatz. Ah. Und dann ziehst du die da rein. Ins Inventar. Alles klar. Jetzt zerstanden. Warum? Warte mal. Hä? Wo sind die jetzt? Ernsthaft? Sind die jetzt weggepackt? Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht mehr bei mir. Ich habe sie unten rein. Hast du sie unten in deiner Schnellleiste? Ja, wollte ich so machen, aber ja, das hat ja nichts gebracht. Du musst, wie gesagt, den Pflanzkübel lange andrücken, das Inventar öffnen und dann da reinziehen. Ja, aber ich habe sie da nicht mehr rausbekommen. Die sind weggebackt, warum auch immer. Okay. So, jetzt habe ich nur noch Mais, Karotten und Kartoffeln. Was soll ich daran machen? Karotten, bitte. Zweimal Java. Nein, 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 das eine lässt du bitte frei. Also eins nur. Ja, machst du's? Gehst du? Ich krieg das nicht rein, Schatz. Hä? Nö, ich krieg die nicht reingezogen, die bleiben nicht drin. Warte bitte, warte, 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 warte. So. Werf's mir mal auf den Boden, bitte. Okay. Oh, mal schauen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt gedüngt sein muss. Tja, es bleibt spannend, ihr Lieben. Werden wir schaffen, Karotten anzusetzen? Also eigentlich einfach in die Erde reingießen und gut ist. Nö, die verfallen jetzt gleich in 20 Sekunden, leider. Nein, 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 bleibt wo er seid. Ich habe aus Versehen. Ja. Wo ist er? Bleib, wo du bist, kleiner Gesell. So. Ja. Komm wieder. Achso, okay. Ich drück I, aber es reagiert U. Interessant. Aha. Ja, Verfallszeit, ja. Ist weg. Ja. Was soll's. Und bei mir ruckelt das Spiel gerade extrem. Deswegen werde ich jetzt auch mal abmoderieren, ihr Lieben. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei meiner Frau. Ich bei meinem Mann. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen und ein Abo dalassen, also einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.